Weil wir einfach aktuell so viel geballert haben mit den verschiedenen Editionen. Und ich meine, Karmesin und Purpur ist jetzt nicht wirklich eine Option, sagen wir mal ehrlich. Bis später oder bis zum nächsten Mal, Woggle. Ich schaue gerade die Geist-Monotype auf YouTube. Das freut mich. Die war eigentlich auch ganz cool, fand ich persönlich. Ich mag halt auch immer ganz gerne, mir im Vorfeld so ein Team zu überlegen. Also das finde ich halt immer bei solchen Projekten sehr spaßig. Wir haben ja schon verschiedene Monotypes gemacht. Eis und Gift und Boden und Fee und Geist. Hab irgendwas bestimmt vergessen, ist egal. Und es ist immer voll cool im Vorfeld, sich eine Liste anzugucken. Was gibt's in der Gen für Pokémon von dem Typen? Welche finde ich cool? Was ergibt Sinn? Wie ist das mit den Arenen? Ne? Also, das macht irgendwie einfach Spaß, sich da so ein Team zusammenzustellen, sich Namen zu überlegen und dann im Stream auch so ein bisschen diese Spannung aufzubauen, wer kommt ins Team und so, ne? Aber ich wüsste aktuell auch gar nicht, was ich da so machen könnte. Oh! Ach, da ist Shinux mit drin. Also Phililo habe ich natürlich gesehen. Das, ich weiß nicht, wie die englischen Namen sind, aber das Pure kommt bestimmt von Phililo und das Inx kommt von Shinx, ist glaube ich der englische Name von Shinox. Es ist halt der Inbegriff von Doppelpunkt 3. Irgendwie. Das heißt, wir haben da quasi später Luxtra und Cleopatra. Könnte stylisch sein. Sind auch beides Katzen. Sehe ich. Aber da Melly noch nicht im Chat geschrieben hat, ist sie wahrscheinlich gerade wieder am Lernen und hat aufgehört zu schwänzen während des Streams, sonst hätte sie mit Sicherheit zu Shinux irgendwas gesagt. Also war ganz süß, auf jeden Fall. Ah, ich habe Melly beschworen. Ich habe Shinux gehört. Shinux ist tot. Ich habe mein Baby verpasst. Ja. Beziehungsweise die Fusion mit deinem Baby. Ich könnte sie dir im Pokédex nochmal zeigen, wenn du möchtest. Ist bestimmt hier irgendwo. Da. Guck mal, extra für dich. Noch ist nicht viel im Pokédex drin. Da geht das schnell. Wobei ich Shinox im ersten Moment gar nicht sofort gesehen habe. Seid ihr bereit für ein unglaublich spannendes Fangtutorial? Nicht? Ich auch nicht, aber es muss sein. Sonst komme ich hier leider nicht raus. Die Frage ist, was wird sich denn Heiko jetzt fangen? Kein reines Trassler? Vielleicht sehen wir eine Trassler-Fusion. Ich hätte gerne ein Pokémon, aber ich bin unfähig. Ich habe auch kein Geld, um mir Pokébälle zu kaufen und generell bin ich voll die Lusche. Mein Glow-Up bekomme ich leider erst in Oras. Da habe ich aber wenigstens geile Musik, ein hübsches Blumenfeld und eine Mega-Entwicklung. Aber hier bin ich halt schon noch ein Lappen. Deswegen schnorre ich mir Pokebälle und sogar ein Pokémon von dem Arena-Leiter, mit dem ich eigentlich gar nichts zu tun habe. Aber irgendwie ist der scheinbar gleichzeitig der Bürgermeister von Blütenburg. Ich habe keine Ahnung. Und Therapeut. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und ja, jetzt entführe ich noch irgendeine random Trainerin und die muss mir jetzt zugucken, wie ich Pokémon fange. Yay. Mantirps und Kaumalat. Der ist ambitioniert. Warum hat er das komische Ding? Der ist ambitioniert. Hat er gerade einfach gemisst? Ambitioniert, wollte ich sagen. Also ich meine, Kaumalat ist halt schon ein bisschen scary, so auf der Gegnerseite später. Aber Mantax. Mantax und Knackrack. Das ist eine interessante Wahl. Du hast ja quasi einen Rochen und einen Hai dann in einem. Ja. Spannend. Aber ich meine, er hat es noch nicht mal richtig geschwächt bekommen, weil eine Attacke gemisst hat. Und er hat auch nur einen einzigen Pokéball, um einen Kaumalat zu fangen, was generell keine gute Fangrate hat. Also ist schon ein bisschen rigged. Sind wir mal ehrlich.
Also keine Ahnung, wie Mantax und Knackrack am Ende aussehen. Aber nehme ich jetzt mal so hin. Und tschüss. Aber es scheint immer noch Felicia die Arenaleiterin zu sein, wenn ich es gerade richtig gelesen habe. Wisst ihr, was cool gewesen wäre? Weil eigentlich sind wir jetzt ja wirklich zuerst an der Blütenburg-Arena vorbeigekommen, aber die sagen uns ja explizit, nein, du musst erst woanders hin. Wie hieß das denn? Diese kleine Pokémon-Serie, die in Kanto gespielt hat, wo man die Reise von Red gesehen Origins. Hatte. War das Origins? Da hatten die halt wirklich in jeder Arena mehrere Teams. Also ich weiß, er war in irgendeiner Arena und da wurde halt gefragt, wie viele Orden hast du? Einen oder so? Und dann hat er dementsprechend das Team ausgesucht. Und das fände ich halt auch so sinnvoll, wenn das generell immer so wäre, dass die dich halt fragen, wie viele Orden hast du? Ja, drei oder so. Okay, dann nehme ich halt das Team gegen dich. Weil, ne, da wurde es halt auch so gezeigt in dieser Serie und das fand ich eigentlich ganz sinnvoll. Oh, ich habe nicht so sonderlich viel Geld. Naja, wenigstens einen Pokéball kann ich mir gönnen. Und gerade jetzt, wo wir hier bei Blütenburg vorbeikommen, wäre es ja auch eigentlich sinnvoll, dass dann Norman ein Team hat für eben null Orden. Ne? Weil jetzt sind wir extra hier vorbeigekommen und dann müssen wir nicht irgendwie später nochmal zurückkommen. Und das wäre halt auch für Capo so geil gewesen. Und es ist auch tatsächlich, ach ja, dich gab es auch noch, das, wovon ich im Vorfeld ausging bei Karmesin und Popo, dass die Arenen skalieren. Weil es hieß immer, ja, Open World und so. Also dachte ich, gut, die skalieren auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, bis ich das Spiel dann auch gespielt habe, ging ich da immer noch von aus, dass es so ist. Und dann habe ich die erste Arena gemacht und ging immer noch davon aus. Und das Problem ist, falls ihr Capo gespielt habt und die Map so ein bisschen im Kopf habt, die vorgesehene Reihenfolge ist ja quasi so ein bisschen kreuz und quer. Du gehst nach links, dann nach rechts, dann nach links, dann nach rechts. Das wäre halt so die ideale Route von den Leveln her. Aber Jan und ich sind rechts rausgegangen, haben da die erste Arena gemacht, den ersten Herrscher, das erste Team Star versteckt, die zweite Arena. Also wir haben wirklich erst so die Hälfte von der rechten Seite gemacht. Und sind dann erst nach links gegangen und hatten dann, keine Ahnung, Level 30 oder so. Und dann so erste Arena auf der linken Seite, Level 15. Und dann war so, oh, das skaliert wirklich nicht mit. Also, ja, das wäre so gut gewesen. Aber naja. So, wir können hier wieder Pokémon potenziell fangen. Deswegen kacke ich mal wieder Sidon nach vorne. Dann können wir mal gucken. Wie geht's euch beiden? Gut. Bisschen warm. Bei dem Wetter und ein bisschen angeschlagen kreislauftechnisch. Dank dem Wetter. Aber sonst eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dir auch. So, gucken wir mal, ob es hier noch was Neues gibt. Also, bisschen fragwürdig das Gesicht. Sind wir ehrlich. Aber Krabi und Scampisto. Nee, ist es Scampisto? Doch, ist es Scampisto. Nee. Kingler und Wummer? Könnte ganz cool sein. Aber ich habe halt auch schon Wasser-Pokémon und so sehr holt es mich jetzt nicht ab, dass ich mir unbedingt ein zweites zulegen muss. Aber es ist ganz stylisch. Ach, guck mal, wen wir hier noch haben. Muss ich das jetzt eigentlich auch fangen oder verklagt mich Melly, wenn ich es nicht tue? Oh. Luxtra und Cleopatra. Könnte cool sein. Weiß ich nicht. Ich gucke erstmal noch ein bisschen weiter. Weil ich will jetzt natürlich auch nicht alles fangen. Also wenn es Pokémon sind, wo ich von vornherein sage, das fühle ich jetzt nicht so unbedingt, dann will ich die auch erstmal nicht auf die Box legen. Oh, Krabi und Wummer. Beziehungsweise Kingler und Wummer. Also Wummer ist stylisch. Kingler ist cool im Anime gewesen. Es hat, glaube ich, bis zur Pokémon-Liga absolut nichts gemacht, aber da war es dann wenigstens nützlich. Indigo Plateau war sowieso extrem wild im Anime. Also, wenn ich da so bedenke,
Wir hatten, glaube ich, dieses Wasserfeld mit Kingla, beziehungsweise mit Krabby, was sich dann zu Kingla entwickelt hat. Das war irgendwie... Also Kingla war ziemlich OP, muss man dazu sagen. Aber das war halt interessant. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut an das Pflanzenfeld. Das war, glaube ich, aber das letzte. Mit dem absolut OP Knofensa, was einfach alle weggetreten hat. Was dann am Ende von Slimog einfach vergast wurde. Das war auch interessant. Und ich meine, da war doch auch noch dieser eine Kampf. War das das Eisfeld oder so? Wo war das? Pikachu gegen Akani oder so? Wo Akani alles geschmolzen hat und dann waren da nur noch so zwei kleine Eisschollen oder so, auf denen die kämpfen konnten. Irgendwie sowas. Das ist bei mir auch schon sehr lange her, dass ich es gesehen habe. Aber irgendwie... sowas gab's. Und dann gab's wahrscheinlich noch irgendwie ein viertes Feld, wobei ich nicht weiß, ob das gezeigt wurde oder ob ich's vergessen habe, ist egal. Wobei ich sagen muss, ich war ja ein großer Fan vom Pokémon-Anime als Kind, wie wahrscheinlich viele Leute. Und ich sag mal, rückblickend betrachtet, war Ash schon ziemlich dumm damals. Aber ich meine, hey, er hat eine gute Entwicklung durchgemacht. Und ich finde gerade so die Kalos-Liga oder so zum Beispiel war halt schon sehr geil. Also er hat sich definitiv gemacht. Und ich denke auch, dass der Anime mit Ash einen guten Abschluss am Ende hatte. Ich meine, komm, wir haben Giga Dynamax Pikachu gesehen am Ende. Das ist alles, was ich in meinem Leben brauchte für diesen Anime. Aber Indigo Plateau fand ich als Kind halt ehrlich gesagt super geil. Weil war halt einfach cool, da die Kämpfe zu sehen. Aber ich war so unglaublich mad über den Kampf, den er dann verloren hatte auf dem Indigo-Plateau gegen Richie, hieß er, glaube ich. Das hat mich so traurig gemacht, weil das einfach so dumm war. Er konnte ja noch nicht mal so viel dafür, wenn wir mal ehrlich sind, aber... Das hat mich als Kind sehr aggressiv gemacht. Ja, du konntest auch noch nicht wirklich irgendwas, ne? Glurak hatte einfach keinen Bock. Nee. Wobei auch, glaube ich, in den Runden davor, ich glaube, er hat ja auch irgendwie... ich weiß gar nicht, wen er gegen Smetpo reingeschickt hatte. Shiggy oder so. Und der ist dann eingeschläfert worden. Und also es war generell irgendwie keine Glanzleistung. Er wäre ja, glaube ich, sogar fast zu spät gekommen und disqualifiziert worden. Und ja. Schwierig. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich auf der Wiese fangen möchte. Also ich glaube Krabby und Scampisto nicht unbedingt, weil ich habe schon Wasser-Pokémon und wie gesagt, das haut mich jetzt nicht so komplett vom Hocker. Na, ich glaube 7 Schritte können knapp werden bis zum Pokémon-Center. Shinux und Felido. Also ich mag Shinux sehr gerne, aber ich glaube ganz ehrlich, ich finde Shinux ohne Felido drin sogar cooler. Marci, du darfst doch keine Naruto-Anspielung machen. Ich habe Naruto doch weder gesehen noch gelesen. Ich kenne doch nur die Basics. Ich weiß, dass Kakashi Sasuke irgendwann den Arsch versohlt hat. Nachdem er, glaube ich, Sakura irgendwie fast gekillt hätte oder irgendwie so. Ich habe mal irgendeine Szene gesehen. Aber frag mich nicht. So, wollt ihr auch kämpfen? Definiere Basics. Ich kenne ein paar Charaktere. Und ein paar Szenen. Und ein bisschen was von Boruto. Du kannst doch keine Wasserattacke, oder? Aber irgendwie habe ich auch nicht so das Interesse, Naruto aktuell irgendwie nachzulesen oder so. Ich meine, ich habe ja One Piece schon komplett nachgeholt, den Manga, und bin ja auch auf dem aktuellen Stand. Ich glaube, das aktuellste Kapitel ist 1085 oder so. Und da bin ich auch, also japanischer Standard. Und ich habe ja angefangen, Bleach nachzuholen. Da habe ich zumindest schon mal die ersten 4 Bände gelesen. Keine Ahnung, wie viele Kapitel das sind.
Ich habe heute erst gelesen, hatte ich so einen richtig dummen Charakter beim Lesen. Dachte mir so, wo bin ich hier schon wieder gelandet? Aua. Weiß nicht, ob ich da Naruto auch noch nachholen möchte. Ich glaube, ich bin erstmal so ganz gut bedient. Also, du hast zumindest alles da, wenn du es nachholen willst. Hast du komplett Naruto? Dann war komplett, ja. Aber irgendwie... Es ist zumindest nicht zwischendurch einfach random schlechter geworden. Irgendwie reizt mich das nicht so. War der Dummkopf ein TV-Star? Ja. Das ist absolut korrekt. Lieber Detektiv Conan, das liest Jan tatsächlich aktuell. Also Jan ist sowieso auf dem aktuellen Stand bei Conan, aber er liest jetzt quasi den deutschen Manga nochmal dazu und kauft sich da auch noch ein paar Bände, bis er da auf dem aktuellsten Stand ist. Aber ich glaube, da würde ich halt echt nochmal länger für brauchen, weil Conan auch einfach mehr Text hat. Weil sich da wahrscheinlich selten Leute auf die Schnauze hauen, wo man dann halt eher weniger Text braucht. Viel Erfolg beim Lernen, Melli, falls du das denn tust. Aber wir waren tatsächlich gestern erst wieder in der... Gestern? Doch, gestern. In der Stadt und haben da unter anderem neue Manga geholt. Den neuesten One Piece Band. Die Sache ist, ich... Hab hier mir vorgenommen, kurzer Exkurs, wieder ein bisschen mehr zu posten, so auf Twitter und auf Instagram und so, weil irgendwie habe ich das ziemlich schleifen lassen. Ich meine nicht, dass ich mich jetzt dazu zwingen müsste, was zu posten. Wenn ich nicht möchte, dann möchte ich natürlich nicht. Aber ich finde das eigentlich immer ganz schön, so ein bisschen Meri-Bilder oder Gartenbilder oder irgendwie sowas einfach so zu teilen. Und dann wäre es natürlich irgendwie auch cool gewesen, zum Beispiel unsere Manga-Ausbeute zu zeigen. Problem ist... der aktuelle One Piece Band, der jetzt rauskam, ich glaube Ende Mai, ist 104 und das Cover ist halt, wenn man nicht auf dem aktuellsten Stand ist, ne? Ich habe ja irgendwann mal auf Twitter das Cover von 103 gezeigt. Das konnte ich halt zensieren, weil da wirklich nur so eine kleine Stelle war, die gespoilert hätte, aber 104 ist halt ein riesiger Spoiler, das Cover. Deswegen dachte ich mir so, vielleicht lieber nicht. Ich meine, mittlerweile denke ich, sind viele Dinge auch bekannt, aber ich versuche halt schon immer bei solchen Sachen vielleicht so viel Rücksicht zu nehmen, wie ich halt irgendwie kann. Dementsprechend, wir haben halt One Piece geholt, wir haben Dragon Ball Super geholt, weil Jan das aktuell auch liest und nochmal ein bisschen Detektiv Conan. Und ja. Irgendwie hassen die Gegner Shouzu. Den haben wir so auch schwer auszusprechen. Ich finde, der klingt so ein bisschen wie dieses eine Volk aus Metroid. Shouzu. Ja, die Shouzu. So klingt es irgendwie. Oder Shouzu, wie auch immer. Habt ihr Interesse an Horror-Manga? Nein. Keiner von uns. Möchte gerne nachts noch ruhig schlafen können. Aber ja, wir waren im Manga-Laden und haben ein Eis gegessen, was ich auch nicht fotografieren konnte, weil ich war sehr bemüht, es wegzuschlecken, bevor es geschmolzen ist bei dem Wetter. Sagt ihr, wobei ich kenne die Antwort wahrscheinlich sowieso, aber gibt es eigentlich irgendwen im Chat, außer uns, der... Eis im Hörnchen sagt, weil ich habe das Gefühl, so ziemlich überall in Deutschland ist es halt immer Eis in der Waffel. Außer hier bei uns so im Ruhrgebiet ist es halt immer Eis im Hörnchen. Und ich habe das schon öfters gehabt, wenn wir irgendwie im Urlaub oder so waren, an der Eisdiele und dann so, ja, zwei Kugeln im Hörnchen und die Leute so, hä? Wobei ich mir denke, das kann man sich doch herleiten, was wir meinen, so, ne? Wenn es wirklich nur Waffel und Becher gibt, dann ist ja wohl klar, dass Hörnchen die Waffel ist, aber okay. Aber ja, ich wurde dafür teilweise auch schon blöd angeguckt. So, hä? Aber bei uns ist es immer Eis im Hörnchen. Und diese komischen Stinktierchen sind übrigens sehr nervig. Wollte ich nur mal so anmerken.
Team Waffel. Ja, die meisten Leute. Aber ich finde, Hörnchen klingt irgendwie ganz süß. Aber ja, auf jeden Fall das. Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon bei 1,70 Euro pro Kugel. Du hast auch eine Focus-Energy drin. So langsam wird das hier ein bisschen gefährlich. Bin ich ehrlich. Dadurch, dass die eine Top-Genesung hatte. Und ich halt irgendwie nicht so viel Ausfall an Attacken habe. Jetzt müssen wir, glaube ich, einfach so ein bisschen mit Gewalt draufhauen. Ich glaube, wir können uns jetzt nicht unbedingt erlauben, hier viel noch hin und her zu switchen, weil ich schon echt angeschlagen bin. Die war nervig. Aber ich glaube, dafür ist jetzt der Weg zum Lütenburgwald zumindest frei. Das heißt, mehr Encounter. Aber ja, ansonsten Manga und Eis. Und wir waren noch im Bastelladen. Wir haben einen richtigen Bastelladen bei uns über zwei Etagen, was ganz cool ist. Weil ich ja schon so könnte potenziell bis zum Pokémon Center überleben. Wenn nicht, sehen wir zumindest, ob man an Gift sterben kann. Muss aber leider einmal durchs hohe Gras. Ich arbeite hier aktuell an meinem Pappmaché-Schwert für mein To-Be-Cosplay. Und da habe ich noch so ein paar Sachen gebraucht. Und es ist halt echt ganz praktisch, wenn man die so vor Ort holen kann. Jetzt aber die Frage aller Fragen. Oh, man kann tatsächlich an Gift sterben. Gut zu wissen. Haben wir das auch geklärt. Und zwar brauchte ich für mein Schwert eine Quaste. Wer von euch weiß, wenn ich jetzt in so einen Bastelladen gehe und sage, ich brauche eine Quaste, was das ist? Würde mich mal so interessieren. Das ist soweit okay. Ich meine es zu wissen. Eine Kordel. Ja, quasi. So ein Bommel. Ja, oder nicht direkt ein Bommel. Ein Bommel aus ganz vielen dünnen Fäden irgendwie. Also ja. Das ist aber auch sehr spezifisch, fairerweise. Weil das Schwert hat halt hinten so ein Bommelchen dran. Komm, nehmen wir noch ein paar mit. Aber sie hatten das tatsächlich. Das hat mich sehr überrascht. Es gibt aber auch Puderquasten. Das sind eher die zum Gesicht pudern. Aber die habe ich jetzt fürs Schwert nicht gebraucht. Genau, so ein Fädenbommel. Ich kenne das von Vorhängen. Ja, kann man halt auch zum Basteln benutzen. Oder ich sehe es auch oft irgendwie so, dass es irgendwie so am Tisch irgendwie dranhängt oder so, an der Tischdecke. So, du bist vorne. Dann gucken wir doch mal, ob wir neue Encounter finden im Wald. Ich meine, wir haben natürlich auch schon einiges im Team, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Wir können ja auch wieder durchwechseln. Ansonsten... Nee, du schenkst mir nichts, aber das nehme ich noch mit. Frag mich ja, ob die Items hier auch, also nicht gerandomized sind, aber ob die Items umgeändert wurden teilweise oder eher nicht. Encounter? Guten Tag? Hallo? Knilzi? Ah, doch, da ist Knilzi mit drin! Knilzi und Tampignon, ja. Kapilz und Hutsasa. Kapilz einfach mit so einem großen Pokéball-Kopf, nenne ich es mal. Doch, das finde ich cute. Das fühle ich. Ich meine, er ist echt nicht amused. Knilz ist nie amused.
Den möchte ich auch haben. Jetzt musst du nur im Ball bleiben. Ich finde das aber immer ganz schön, auch wenn die Pokémon so ein bisschen kreativ mit eingefügt sind, dass man nicht auf den ersten Blick sieht, okay, es ist quasi einfach Tanpingyong mit Knills Gesicht oder so. So, du bist auch sehr toxisch, okay. Man vergiftet sich schon bei Berührung. Und es möchte gerne gepattet werden. Oh! Ach ja, mir fällt gerade ein, für die Kanalpunkte-Belohnung. Ich wollte eigentlich auch die Benutzung pro Nutzer noch reduzieren, also einschränken. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht. Da. Weil eigentlich wollte ich es auf einen pro Person, also, nein, Moment, pro Person einmal pro Stream setzen. So. Flupp. Dass wir halt auch verschiedene Leute haben, die halt wirklich die Pokémon benennen können und nicht immer die gleichen Leute, die potenziell viele Punkte angespart haben und dann einfach bei jedem Pokémon das raushauen. Jetzt muss ich aber noch mal kurz gucken, bei dem Namensvorschlag, welche das ist. Nein, das ist nicht die, oder? Das ist doch Letizia, oder nicht? Nein, ich hasse die Alte! Das kann ich nicht tun. Letizia aus Fire Emblem Heroes ist mein absoluter Nemesis. Die hat mich in den Serienprüfungen einfach die ganze Zeit gereckt. Nee, die hasse ich. Es tut mir leid. Ugh. Ganz üble Erinnerungen an die. Weil ich ja auch aktiv Fire Emblem Heroes spiele. Also ich nehme so ziemlich jeden anderen Fire Emblem Heroes Charakter. Da gibt es ja doch eigentlich viele schöne Charaktere. Also Fjorm mag ich zum Beispiel sehr gerne. Oder auch die zahlreichen Charaktere, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Aber das ist so diese eine, die ich nicht leiden kann. Können wir das... können wir das einmal umändern? Geht das? Du hättest auch einfach nur noch mal schreiben müssen. Hättest nicht extra noch die Punkte dafür rausholen müssen. Ist das der Kleine? Die Kleine? Weiß es nicht. Lass mich kurz gucken. Ja, nicht die, die aussieht wie... ja, die aus Railgun. Ach nee, das ist die, die... Oh, ich habe jetzt irgendwie an den kleinen Knirps gedacht. Das heißt, der heißt, glaube ich, Ilgia. Oder Ilge. Der heißt so ähnlich. Oh ja, die ist hübsch. Wie Misaki aussieht? Ja, die sieht aus wie Misaki aus Railgun, weil die Augen hat. Die so ein bisschen auch so wie so eine Naturgöttin aussieht. Mhm. Ich glaube, wie hieß der, den ich jetzt im Kopf hatte? Ilgir? Ilge. Ah ja, ich hatte Ilgir im Kopf. Ja, komm. Ymir, Ilgir. Ja. Dann danke fürs Umändern. Nichts gegen Letizia an sich, aber... absoluter Nemesis. Weiß eigentlich irgendwer, wie die sich ausspricht? Ymir? Ymir? Ymir, Ymir? Aber die ist sehr, sehr hübsch. Ja. Weil ich spiele ja auch eigentlich, seit es rauskam, immer regelmäßig Fire Emblem Heroes. Ich habe aktuell sogar 890 Orbs. Und nein, ich habe kein Geld dafür ausgegeben. Also, immer noch mal so zwischendurch immer so ein bisschen. So, du hast Sporenwirt als Fähigkeit, du bist Pflanze Gift. Ja. Die finde ich süß.